Seit 20 Jahren lebt er wieder in Deutschland. Der Wolf. Bald wird er in allen Bundesländern zurückgekehrt sein. Ein Comeback, das niemanden kalt lässt. In diesem Film geht es nicht um ein Tier, das ausstirbt. Es geht um eins, das sich langsam wieder ausbreitet. Schneller, als manch einem lieb ist. Der Wolf polarisiert. Schießen oder schützen? Raubtier, Beutegreifer, Fabelwesen? Der Wolf hat ein Imageproblem. 20 Jahre Wolf in Deutschland. Was hat sich getan? Kommt er uns zu nah? Kommt uns wirklich zu nah? Es gibt Probleme mit dem Wolf. Aber gibt's auch Lösungen? Hat der Wolf nur in unseren Märchen Platz? Wie viel Wolf vertragen wir? In diesem Film geht es nicht nur um die Rückkehr eines Wildtieres. Es geht vor allem um unseren Umgang mit der Natur. Wie viel Platz lassen wir hier? Der Wolf ist eine Herausforderung. Er ist eine Chance, unser Verhältnis zur Natur zu überdenken. Einen Wolf mit eigenen Augen und in freier Natur zu sehen, ist in Deutschland ausgesprochen selten. Gemeinsam mit Naturführer Stefan Kasche versuche ich es trotzdem. Um 5 Uhr morgens hier im stillgelegten Tagebau Spreetal in der sächsischen Lausitz. Seit etwa 13 Jahren das Zuhause eines Wolfsrudels. Wie ist es denn, wenn man den so einfach in der freien Wildbahn mal trifft? Das sind ganz spannende Tiere. Die haben auch eine Ausstrahlung, wenn er so da vor dir steht und vielleicht dich sogar sieht und dich anguckt. Und so, das ist schon, ja, das bewegt einen. Wölfe sind scheu, man muss auf sie warten. Stefan ist seit rund 15 Jahren fast täglich im Lausitzer Wolfsgebiet unterwegs. Etwa 150 Mal hat er die Tiere gesehen. Komm her. Da ist ein Wolf. Es ist beeindruckend, einen Wolf zu sehen. Quasi direkt vor unserer Haustür. Für viele ist es aber auch erschreckend. Auch ich bin in einem Deutschland ohne Wölfe aufgewachsen. Rund 150 Jahre lang waren die Raubtiere bei uns verschwunden. Ihre Rückkehr ist eine Erfolgsgeschichte für den Artenschutz, die genau hier im Mai 2000 ihren Anfang nimmt. In der Lausitz erblicken wilde Wolfswelpen das Licht der Welt. Mit ihnen beginnt die deutsche Wolfsgeschichte von neuem. Das Bundesland Sachsen bleibt für viele Jahre die Wiege der deutschen Wölfe. Aus Polen zugewanderte Tiere gründen mit den Nachkommen aus der Lausitz weitere Familien und erobern neue Lebensräume. Im Jahr 2009 finden dann die ersten Wolfsrudel auch außerhalb Sachsens eine Heimat. In Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Seitdem wächst die Wolfspopulation und verteilt sich über immer mehr Bundesländer. Im Frühjahr 2020 leben in Deutschland 128 Rudel, 36 Paare und 9 sesshafte Einzeltiere, verteilt auf 173 Territorien. Tendenz steigend. Wölfe sind Familientiere. Ein Rudel besteht in der Regel aus den beiden Elterntieren und ihrem Nachwuchs. Während die Eltern tagsüber auf der Jagd sind, bleiben die Kleinen alleine auf dem sogenannten Rendezvous-Platz, dem Treffpunkt von Familie Wolf. Mit 1 bis 2 Jahren sind die Jungtiere erwachsen. Dann verlassen sie das elterliche Revier auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Dort werden sie ihre eigene Familie gründen. Genau wie wir Menschen. Es gibt noch mehr Gemeinsamkeiten. Schließlich leben wir mit dem Wolf in einer jahrtausendealten Beziehung. Diese wird in einer weltweit einmaligen Einrichtung erforscht, dem Wolf Science Center in der Nähe von Wien. Dort bin ich mit einem der Gründer, dem Verhaltensbiologen Kurt Kottreschall, verabredet. Mit ihm kann ich Wölfen zum ersten Mal nahe kommen. Und wir haben das Glück. Geforscht wird hier mit nordamerikanischen Timberwölfen.
Sie wurden weniger bejagt und sind deshalb weniger scheu als ihre europäischen Verwandten. Doch auch ihr Vertrauen muss man sich erarbeiten. Alle Wölfe wurden mit der Flasche aufgezogen. Den Rüden Chito und das Weibchen Tala kennt Kurt seit ihrem Welpenalter. Um kooperative Wölfe zu kriegen, hallo Tala, muss man sie auch sorgsam Hand aufziehen, also wirklich gut sozialisieren. Das geht nicht so leicht wie mit Hunden. Und daher sind wir dann lebenslang sozusagen wirklich sozial mit denen verbunden. 24 Wölfe wurden in der Forschungseinrichtung bisher großgezogen. Und jeder hat seinen eigenen Kopf. Wir behandeln alle gleich und dennoch, wir haben über 20 verschiedene Persönlichkeiten. Wir haben Tiere wie Chito, der fast so eine Art Ersatzhund ist. Ist ein sehr ruhiger, sehr kooperativer Wolf. Wir haben auch Wölfe unter den Handaufgezogenen, die immer noch scheu, misstrauisch sind. Ist das genetisch bedingt, wie bei uns Menschen? Das ist Genetik, gesellschaftliche Einbettung, also das Rudelumfeld. Also es ist die Merkmalsausbildung, die Ausbildung von Persönlichkeit funktioniert exakt nach denselben Gesetzmäßigkeiten. Wölfe ticken nicht nur ähnlich wie wir Menschen, sie besitzen auch eine unserer wichtigsten Eigenschaften. Enorme Anpassungsfähigkeit. Die Raubtiere bewohnen ganz unterschiedliche Lebensräume. Gebirge, arktische Tundren, Wüsten Nordamerikas und Zentralasiens, Grasland und Wälder. Wölfe brauchen aber keine Wildnis, um zu überleben. Sie kommen auf Industriebrachen genauso zurecht wie am Stadtrand. Auch in der deutschen Kulturlandschaft fühlen sich die Rudeltiere inzwischen wohl. Seit 2017 nimmt ihr Bestand bei uns jährlich um durchschnittlich 30% zu. Mehr Wölfe bedeuten aber auch mehr Probleme. 2019 kommt es zu mehr als 850 Übergriffen auf Nutztiere. Ein Wolfriss ist immer auch ein Anschlag auf das Idyll, wie im Sommer 2020 im bayerischen Alpenraum. Die Almwirtschaft hinter Graseck. Rund um den Gasthof weiden Schaf- und Ziegenherden. Die tierischen Rasenmäher halten Flächen offen. Das wiederum dient dem Artenschutz und wird deshalb von der EU gefördert. Ein kleiner finanzieller Anreiz für Schafhalter wie Till Oberfrank. Seine Herde hilft, die Kulturlandschaft um den Almgasthof herum zu erhalten. Till, ihr habt jetzt kürzlich mehrere Schafe verloren. Kannst du uns erzählen, was genau da passiert ist? Also wir haben eine Wiese, wirklich weit mitten im Wald drin, sehr steil, wo unsere Widder aufwachsen. Und da ist es halt über mehrere Tage zum Wolfsangriff gekommen. Oben waren es 13 Widder, die auf der Wiese waren, die sie eigentlich abfressen sollten. Und von denen leben jetzt definitiv noch zwei. Für Schafhalter ist jeder Wolfriss ein Schock. Ein junger Wanderwolf hat Tills Schafe attackiert. DNA-Analysen ergaben, dass das Männchen aus einem Rudel in Brandenburg stammt. Es ist auf der Suche nach einem eigenen Revier. In Bayern gibt es aktuell 7 ausgewiesene Wolfsterritorien. Was würde passieren, wenn sich ein ganzes Rudel hier ansiedelt? Ist das überhaupt für euch vorstellbar? Wir können auf jeden Fall nicht so weitermachen wie bis jetzt. Also durch die eine Wiese, wo der Riss stattgefunden hat, wäre dann für uns einfach nicht mehr nutzbar, weil es viel zu aufwendig ist, dorthin zu kommen oder Schutzmaßnahmen aufzubauen. Als wolfabweisende Schutzmaßnahme gilt zum Beispiel ein Elektrozaun. Doch so ein Zaun muss ständig überprüft und gewartet werden. Vor allem in bergigem Gelände ein erheblicher Mehraufwand für Weidetierhalter. Barbara Maurer ist professionelle Schafzüchterin. Ihre rund 500 Tiere verbringen den ganzen Sommer auf der Alm. Geschützt von einem Weidezaun mit Strom. Das war bisher ausreichend. Dass ein Wolf in der Gegend war, beunruhigt sie. Sie sieht keine Möglichkeit, ihre Schafe gegen die Raubtiere zu schützen. Wenn Sie jetzt einen Herdenschutzhund anschaffen müssten, würden Sie das tun? Nein. Warum? Definitiv nicht. Das ist vom Tourismus überhaupt nicht machbar bei uns, weil das zu gefährlich ist für die Wanderer und für die fremden Hunde. Die würden das als Gefahr sehen und dann diesen fremden Hund von dem Wanderer oder von dem Touristen angreifen und entsorgen. Wie könnte man diese Rückkehr des Wolfes denn in irgendeiner Form managen? Also immer sagen wir uns gar nicht nur durch Abschuss. Ganz klare Aussage.
der hat in unserer Gegend, das ist alles zu dicht besiedelt. Für einen Wolf ist bei uns kein Platz mehr. Ist der Abschuss wirklich die einzige Lösung? Macht der nicht den Weg frei für den nächsten Wolf? Die Suche nach Antworten führt mich in die Tiroler Alpen. Auch in Österreich ist der Beutegreifer zurück. Geschätzte 35 Wölfe wurden hier in den letzten 5 Jahren erfasst. Auch hier gibt es Übergriffe auf Nutztiere. Die Herden in Thomas Schranz Obhut beweiden ein abschüssiges Gelände auf über 2000 Meter Höhe. Für den Wanderschäfer ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich auch rund um seine Weideflächen Wolfsrudel niederlassen. Darauf will er vorbereitet sein. Wenn ich halt meine Schafe nicht schütze und der Gefahr aussetze, dass ich Übergriffe habe, dann muss ich eigentlich nicht dem Wolf die Schuld geben, weil der normalerweise geht ja auf Rehe, Hirsch. Der sucht ja das, was er am leichtesten erbeutet. Und was erbeutet er am leichtesten? Ungeschützte Schafe. Schäfer Thomas ist kein Wolfsfreund. Er ist Pragmatiker. Er will beweisen, dass es auch in so einem extremen Gelände möglich ist, seine Herde vor Wölfen zu schützen. Mehrere Kilometer Zaun hat er deshalb an den Hängen verbaut. Zur gezielten Weideführung und gegen den Beutegreifer. Und der funktioniert, der hält tatsächlich Wölfe fern? Der funktioniert, da ist Strom noch drauf. Ist fürs Wild, was da oben kommt, besser ersichtlich durch die Farbe Blau. Wenn ich so gezäunt habe, wie da oben, dann ist das Wolfsabweisen. Die Rückkehr des Wolfes bedeutet einen erheblichen Mehraufwand. Aber Thomas sieht darin eine Chance. Der Beruf des Schäfers als Hüter der Tiere gewinnt wieder an Bedeutung. Denn eine gezielte Beweidung der Almflächen mit Schafen ist wichtig. Sie hilft, Bodenerosion zu verhindern und die Kulturlandschaft in den Alpen zu erhalten. Ich zeige immer so ausgesetzte Gelände, dass Herdenschutz, gezielte Weideführung sehr wohl auch in Anwesenheit von einem großen Beutegreifer möglich wäre. Zum Ersten hat es einmal schon geheißen, dieses Gelände ist unmöglich zu zäunen. Du beweist das Gegenteil? Leider Gottes, zum Leidwesen von anderen hat es funktioniert. Weil er sich für aktiven Herdenschutz einsetzt, wird Thomas angefeindet. Viele Politiker und Bauern der Gegend fordern einen Alpenraum ohne Wölfe. Das heißt Bestandsregulierung und meint Abschuss. Sollen wir Wölfe schützen oder schießen? In Deutschland wird darüber immer wütender diskutiert. Die Fronten zwischen Wolfbefürwortern und Gegnern sind verhärtet. Die einen fordern den radikalen Abschuss, die anderen den bedingungslosen Schutz der Tiere. Manche erheben ihn zur mythischen Figur. Andere leiden unter traumatischen Erlebnissen nach Wolfrissen. Retter der Natur oder Schreckgespenst für Eltern und Kinder? Die Angst vom bösen Wolf liefert inzwischen sogar Munition für die deutsche Politik. Der Wolf bestimmt Bundestagsdebatten und Wahlkämpfe. Der Wolf, der Wolf, der Wolf. Der Wolf ist wieder ein Thema in unserem Land. Wie schafft man es, in diese emotional aufgeladene, manchmal hysterische Diskussion mehr Sachlichkeit zu bringen? Das von der Europäischen Union mitfinanzierte Projekt Livestock Protect setzt darauf, Fachwissen zu vermitteln. Über 1000 Landwirte werden unter anderem darin geschult, wolfabweisende Zäune zu bauen. Das Besondere? Alle Seminarleiter sind selbst Landwirte und wissen um die vielfältigen Probleme in der Praxis. Wanderschäfer Thomas Schranz ist einer der Seminarleiter. Das ist viel Arbeit. Mehr Arbeit. Da ist der Abschuss bequemer. Ja, aber das ändert nichts, dass der Nächste wieder da ist. Und das sehe ich nicht. Wieso muss ich zuerst meine Schafe da liegen haben, bevor ich was tue? Fakt ist, Wölfe breiten sich aus. Für Max Rosberg, dem Initiator von Livestock Protect, existiert deshalb keine Alternative zum Herdenschutz. Doch es gibt nicht die eine richtige Herdenschutzmaßnahme. In manchen Gegenden wird mit Lamas experimentiert. Die großen Tiere können Wölfe abschrecken. Immer wieder werden neue Ansätze gesucht. Mit der Waffe jedenfalls darf der Konflikt laut Gesetz nicht gelöst werden. Man hat jetzt jahrelang gehofft, wolfsfreie Zone, die Stichworte kennst du alle, Abschuss, wir werden Schutzstatus ändern. Aber über die letzten 10, 15 Jahre ist das nicht erfolgt. Und gerade hat wieder die Kommission ganz klar gesagt, der Schutzstatus wird nicht geändert. Wolfsfreie Zone sind nicht mit dem EU-Gesetz
in Einklang zu bringen. Jeder EU-Mitgliedstaat hat sich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Wölfe langfristig einen lebensfähigen Bestand aufbauen können. Ganz im Sinne des Artenschutzes. Die Europäische Union finanziert deshalb Herdenschutzmaßnahmen. Da die EU aber über keinen eigenen Naturschutzfonds verfügt, stammt dieses Geld aus dem Topf, aus dem auch die Subventionen für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung geschöpft werden. Hat der Wolf auch deshalb kaum Freunde unter den Landwirten? Oder geht es um etwas ganz anderes? Darum, dass die Landwirtschaft, so wie wir sie kennen und derzeit betreiben, bald gegen die Wand fährt. Viele Bauern können heutzutage ohne Ausgleichszahlungen der EU kaum noch existieren. Für Nahrungsmittel werden fast nie angemessene Preise bezahlt. Ein ganzes Kalb ist für rund 8 Euro zu haben und damit in etwa so viel wert wie eine Schachtel Zigaretten. Was sagt das über unsere Gesellschaft, über den Wert von Lebewesen? Jeden Tag werden in Deutschland über 2 Millionen Nutztiere geschlachtet. Wir Menschen sind also die weitaus gefräßigeren Raubtiere. Sogar Blitzeinschläge töten mehr Weidetiere als der Wolf. Und trotzdem ist er der Sündenbock. Es geht nicht um den Wolf. Es sind Mensch-Mensch-Konflikte, die ausgetragen werden, die sie über die letzten Jahrzehnte angehäuft haben. Und speziell in der Landwirtschaft, wie du ja weißt, haben wir extreme Umbrüche gehabt, viele nicht adressierte Probleme. Und der Wolf ist halt jemand, dem man sehr schnell viele dieser Probleme in die Schuhe schieben kann oder ablenken kann. Ob wir wollen oder nicht, wir müssen uns auf ein Leben mit dem Wolf einstellen. Denn seitdem er in der EU unter strengem Schutz steht, erholen sich die Bestände. Heute leben in Europa rund 17.000 Wölfe in verschiedenen Populationen, verteilt auf 9 Verbreitungsgebiete. In Skandinavien, West- und Mitteleuropa wurden die Raubtiere jahrhundertelang systematisch ausgerottet. Im Süden und Osten unseres Kontinents dagegen wird die Anwesenheit von Wölfen seit jeher akzeptiert. Die größten europäischen Wolfspopulationen finden sich auf der italienischen Halbinsel, dem Balkangebiet und in den Karpaten. Länder, in denen der Wolf nie ausgerottet wurde, gehen anders mit den Raubtieren um. Was können wir von ihnen lernen? In Rumänien leben Mensch, Wolf und Nutztiere seit Jahrhunderten in direkter Nachbarschaft. Die Schafzucht ist ein wichtiger Wirtschaftszweig. Über 10 Millionen Schafe werden hier im Freiland gehalten. Das ist etwa das Zehnfache des deutschen Schafbestands. Im rumänischen Teil der Karpaten leben aber auch so viele Großraubtiere wie nirgendwo sonst in Europa. Zum Beispiel über 3000 Wölfe. Wie funktioniert das Zusammenleben? Ich bin mit einem Mann verabredet, der sich intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Der Wolfforscher und Waldbiologe Christoph Bromberger lebt seit über 27 Jahren in Rumänien. Auch hier gibt es Konflikte mit den Raubtieren. Doch die lassen sich minimieren durch Herdenschutzhunde. Christoph und seine Stiftung Conservation Carpathia züchten Karpatinhunde, eine spezielle Rasse der Region. Doch ausgebildete Herdenschutzhunde sind teuer. Die Stiftung bietet den Schäfereien der Gegend deshalb unkomplizierte Hilfe an. Und verkauft ihr die? Oder? Wir geben die umsonst, ja, weil es uns wichtig ist, dass diese ganze Tradition wieder aufgebaut wird, weil die halt leider fast verloren gegangen ist. Die Leute haben dann ihre guten Hunde mit Kampfhunden teilweise gekreuzt, weil sie dann gemeint haben, dann werden die ein bisschen schärfer. Und das ist was, einfach was, sich über Jahrhunderte hinweg entwickelt hat, diese Karpatin-Rasse. Ich meine, die sind natürlich entsprechend groß, wenn die da 4 oder 5 solche Hunde hast. Also da überlegt sich auch ein Bär, ob er das jetzt riskiert. Aber nicht. Mit einem Hund ist es nicht getan, man muss mehr haben. Nee, hier die Schäfereien, die haben alle zwischen 5 und 10 okay. Hunden. Gute Schutzhunde verteidigen ihre Herde bis aufs Blut. Der Wolf dagegen vermeidet den Kampf um Beute. Verletzungen könnten ihn für weitere Raubzüge schwächen. Er zieht sich zurück. Die tierischen Bodyguards haben eine lange Tradition. Auch in Deutschland war der Schäferhund ursprünglich zum Schutz der Herden da.
Doch erst mit der Rückkehr der Wölfe gewinnen Herdenschutzhunde wieder an Bedeutung. Es ist irgendwie erstaunlich, dass Hunde, mit denen man so kuscheln kann hier, als Wildfremder, dass die aber Bären und Wölfe fernhalten. Das ist erstaunlich, was sie alles könnte. Bereits als Welpe werden solche Hunde an Schafe gewöhnt. Sie wachsen in der Herde auf. Die wird zu ihrer Familie. Und sie wird später gegen jede Gefahr verteidigt. Ein Schutzkonzept, das allerdings nicht unumstritten ist. Denn traditionelle Herdenschutzhunderassen wurden über viele Generationen darauf gezüchtet, selbstständig Entscheidungen zu treffen, wenn sie ihre Herde bedroht sehen. Das macht sie unberechenbar. In Rumänien wachen allerdings Herdenschutzhunde nie allein über die Schafherden. An ihrer Seite sind immer Hirten. In Ländern, in denen der Wolf nie ausgerottet war, hat auch dieses Berufsbild nicht an Bedeutung verloren. Die traditionelle Kombination aus Hunden und Hirten funktioniert in Rumänien zuverlässig, auch gegen den Wolf. Konstantin, wie viele Schafe verlierst du jedes Jahr an Raubtiere wie Wölfe? 1% So ungefähr 1% meiner Tiere. Ich gebe aber nicht dem Wolf die Schuld. Auch wir haben Schuld, weil wir nicht richtig gehütet haben. Gerade jetzt im Sommer, in der Paarungszeit, wo sie sich vermehren, brauchen Wölfe eben viel zum Fressen. Und sie müssen ja auch durch den Winter kommen. Erstaunlich, wie gelassen der Schäfer die Anwesenheit der Raubtiere sieht. Rumänien ist um ein Drittel kleiner als Deutschland und es gibt wesentlich mehr Wölfe als bei uns. Warum diskutieren dann ausgerechnet wir so hitzig über Wölfe? Liegt es daran, dass Deutschland dichter besiedelt ist als der Karpatenstaat und es dadurch zu mehr Konflikten kommt? Ein Blick nach Italien widerlegt diese Annahme. Der Majella-Nationalpark in den Abruzzen. Hier leben Mensch und Raubtier auf engem Raum zusammen. In und um das Schutzgebiet verteilen sich 39 Siedlungen auf 1000 Quadratkilometer. Auch rund 110 Wölfe leben hier. Mit Kamerafallen und GPS überwachen Wissenschaftler der Parkbehörde die 10 Rudel in Majella. Ich bin mit Simone Angelucci, dem Tierarzt des Nationalparks, unterwegs. Seit über 20 Jahren werden hier Daten über Zustand und Lebensweise der Wolfsrudel gesammelt. Ebenso lange werden auch Übergriffe auf Nutztiere untersucht. Das ist eine weitere Besonderheit von Majella. Innerhalb der Parkgrenzen grasen fast 9000 Schafe und Ziegen. Gut beschützt von Hirten und Hunden. Viele der Weidegründe liegen mitten in Wolfsterritorien. Doch Konflikte gibt es kaum. Das lässt sich wissenschaftlich belegen. Simone zeigt mir Auswertungen der GPS-Bewegungsdaten eines Wolfsrudels. Wie viele Nutztiere verliert ihr ungefähr an Wölfe? Dazu haben wir hier in Majella sehr interessante Daten gesammelt. Dadurch, dass unsere 10 Rudel stabil sind und sich gut in ihren Territorien etabliert haben, erlegen sie hauptsächlich Wild. Ihre Nahrung besteht zu 70% aus Wildschweinen und zu 20% aus Rotwild und Rehen. Nutztiere machen nicht mehr als 5% ihrer Ernährung aus. Jahre Forschung in Majella zeigen, Wölfe lernen schnell. Je besser sie ihr Revier kennen, desto erfolgreicher werden sie bei ihrer Jagd auf Wildtiere. Die gut etablierten Rudel in Majella haben zum Beispiel einen wichtigen Einfluss auf die Wildschweinpopulation. Die wächst im restlichen Italien massiv und gilt inzwischen als Plage. Antonio Antonucci ist für das Wildlife Monitoring im Schutzgebiet verantwortlich. Mit seinen Beobachtungen kann er ca. 1700 erlegte Wildschweine im Jahr nachweisen. Der Wolf ist hier also kein Problem, sondern ein Problemlöser. Das zu beweisen, ist für den Wissenschaftler eine spannende Aufgabe.
Du hast eine ganze Reihe Sendehalsbänder mitgebracht. Was ist euer nächstes Projekt? Wir wollen herausfinden, ob unsere Wölfe einen ebenso großen Einfluss auf den Bestand von Rotwild haben wie auf den Bestand von Wildschweinen. Das Erstaunliche ist nämlich, dass wir zwar viel Rotwild im Park haben, aber verhältnismäßig wenig Bissschäden an den Pflanzen. Vermutlich sorgen die Wölfe für ein gutes Gleichgewicht. Wie wichtig Wölfe für ein Ökosystem sein können, zeigt das Beispiel Yellowstone. Nachdem Menschen die Rudeltiere dort vor fast 100 Jahren ausgerottet hatten, leben heute in dem Schutzgebiet wieder etwa 500 Wölfe. Ihre Rückkehr hat Mitte der 1990er Jahre eine ökologische Kettenreaktion ausgelöst. Die Rudeltiere halten den Bestand von Wapiti-Hirschen stabil. Raubtiere wie Kojoten werden zurückgedrängt. Das wiederum schützt kleine Nagetiere. Ihr Bestand steigt und deshalb kehren zum Beispiel Weißkopfseeadler zurück. Die Anwesenheit von Wölfen hat aber auch Auswirkungen auf die Pflanzen des Parks. Weniger Wild heißt weniger Verbiss. Espen und Weiden wachsen wieder. Das bedeutet mehr Futter und Baumaterial für Biber. Deren Landschaftsgestaltung lässt Feuchtbiotope entstehen. Die Artenvielfalt steigt. Wölfe an der Spitze der Nahrungskette waren für all diese Entwicklungen sicher nicht der einzige, aber vermutlich der entscheidende Faktor. Was wäre, wenn auch wir in Deutschland der Natur mehr freien Lauf lassen würden? Fest steht, Wölfe haben bei uns Platz. Das Bundesamt für Naturschutz hat berechnet, dass es in Deutschland 1400 geeignete Wolfsterritorien gibt. Das ist in etwa das Achtfache des heutigen Verbreitungsraums. Doch anstatt Wildnis zu schützen und zu fördern, vernichten wir sie immer schneller. Wie wenig Natur wollen wir uns eigentlich noch leisten? In Deutschland werden Tag für Tag 79 fußballfeldgroße Flächen von fruchtbaren Böden und Grünflächen zerstört. Für Gewerbegebiete, Straßen oder Siedlungen. Böden werden versiegelt, Lebensräume zerstückelt. Das Artensterben schreitet unaufhaltsam voran. Wann hört dieser tödliche Flächenfraß endlich auf? Wann begreifen wir, dass wir ohne Natur nicht leben können? Der Wolf ist ein perfektes Symbol für unseren Umgang mit der Natur. Wir haben Angst, die Kontrolle zu verlieren, wollen den Wolf managen. Manche meinen, in Deutschland gäbe es keine Existenzgrundlage für den Wolf. Mit welchem Recht entscheidet der Mensch, welches Tier wo leben darf? Braucht der Wolf wirklich eine Daseinsberechtigung? Darüber spreche ich mit Deutschlands bekanntestem Förster Peter Wohlleben. Wir sind in seiner Waldakademie in der Eifel unterwegs. Welche Rolle können Wölfe in deutschen Wäldern übernehmen? Ich persönlich bin ein Gegner einer Rollenverteilung. Also wir neigen ja dazu, Natur als mechanisches Gebilde zu sehen und sagen, hör mal, du Wolf, du hast die Aufgabe, du musst die Wildbestände reduzieren, du hältst die Wildbestände gesund. Das ist ein Begleiter unserer Wälder. Ich stelle mal die Gegenfrage, welche Funktion haben Elefanten in Botswana für Bauern? Keine gute, die trampeln in die Felder platt und trotzdem würde jeder sagen, hey, hör mal, ihr könnt doch keine Elefanten schießen. Ne? Das finde ich ist eine Doppelmoral und wenn wir mit gutem Vorbild vorangehen wollen, mit gutem Beispiel, dann sollten wir den Wolf konsequent schützen und Gott sei Dank ist das ja auch überwiegend der Fall. Konsequenter Schutz für Wölfe? Die Mehrheit der deutschen Jägerschaft sieht das anders. Ich treffe den stellvertretenden Geschäftsführer des Deutschen Jagdverbands, Thorsten Reinwald. Immer mehr Jäger fordern ein aktives Wolfsmanagement. Das heißt, eine gesetzlich erlaubte Bestandsregulierung von Wölfen durch Bejagung. Was hältst du von den sogenannten Wolfsobergrenzen oder wolfsfreien Zonen? Ist das überhaupt machbar? Also wir als Deutscher Jagdverband sagen halt, dass man gucken muss in Deutschland, welche Gebiete sind sehr gut geeignet für Wölfe? Wo müssen wir Wölfe eventuell managen? Das heißt auch Tiere entnehmen. Und wo sollten Wölfe gar nicht vorkommen? Nun ist der Wolf ja kein Schoßhündchen, dem man sagen kann, Sitz, Kusch, Körbchen. Ihr könnt jetzt ja so viel wolfsfreie Zonen ausrufen. Das kann auch die Regierung tun, wie ihr wollt. Aber warum sollte sich ein Wolf auf Reviersuche an den Begriff wolfsfreie Zone halten? Ja, das wird er wahrscheinlich nicht. Und dann bist du für die Entnahme? Dann bin ich für die Entnahme, genau.
Wölfe sind vom Abschuss aber nicht nur durch europäisches Recht streng geschützt, sondern auch durch das deutsche Bundesnaturschutzgesetz. Ende 2019 hat die Große Koalition dieses Gesetz allerdings geändert und beschlossen, dass verhaltensauffällige Wölfe nun leichter geschossen werden dürfen. Also Wölfe, die ernste wirtschaftliche Schäden verursachen und trotz Herdenschutzmaßnahmen Nutzvieh reißen. Eine fragwürdige Gesetzesänderung, auch wegen der problematischen Durchführbarkeit. Wie das in der Praxis dann aussieht, das ist die große Frage. Es hat sich ja gezeigt, dass einzelne nachweislich verhaltensauffällige Wölfe, die schon mehrmals über Elektrozäune gestiegen sind, in Weiden und dort Tiere getötet haben, nicht so einfach zu kriegen sind. Deswegen hat der Gesetzgeber ja gesagt, es soll möglich sein, aus einem Rudel mehrere Tiere zu entnehmen. Egal, ob das der Schadwolf ist oder nicht. Egal, ob das der Einzeltäter war oder nicht, bis dieses Verhalten aufhört. Was hält Peter Wohleben von der Gesetzesnovelle? Ich finde das ganz furchtbar. Das beinhaltet ja, dass man Wölfe schießt, ohne zu wissen, ob das wirklich die sind, die überhaupt diesen Riss verursacht haben. Also das heißt, es werden alle Wölfe der Gegend bestraft, solange bis das aufhört. Das ist eigentlich eine lokale Ausrottung der Wolfspopulation. Das ist nicht EU-konform, widerspricht sämtlichen Richtlinien und Vorgaben, Gesetzen. Und ich bin mir auch sicher, dass Deutschland deswegen verklagt werden wird. Wieso wird in Deutschland ein Gesetz so aufgeweicht, dass es rechtlich nicht haltbar ist? Und wie sollen staatlich organisierte Jagden auf sogenannte Problemwölfe funktionieren? Die Hatz kostet oft sechsstellige Beträge. Wären diese Steuergelder nicht besser in geeigneten Herdenschutz investiert? Politiker sollen auf die Stimme des Volkes hören. Aber auf wen hören unsere Politiker da? Auf die Jagdlobby? Nur 0,5% der Deutschen besitzen einen Jagdschein. Aber darunter sind Großindustrielle, Politiker, Adlige. Diese Elite hat anscheinend einen enormen Einfluss. Seit dem Jahr 2000 wurden im Rahmen des staatlichen Wolfsmanagements 6 Wölfe legal getötet. Die größte Gefahr für Wölfe in Deutschland ist allerdings der Straßenverkehr. 435 Tiere starben bisher durch Autounfälle. Und es gab mindestens 54 Fälle illegaler Wolftötungen. Erschreckend ist die Brutalität, mit der hasserfüllte Wolfgegner dabei vorgehen. Diese Wölfin wurde vermutlich mit einem Stahlseil zu Tode gequält. Woher kommt dieser Hass, diese panische Angst? Die wenigsten von uns sind je mit einem Wolf in Berührung gekommen. Ist unser Bild vom bösen Wolf ideologisch aufgeladen? Durch Mythen, Märchen und Erzählungen? Von Werwölfen, Rotkäppchen oder dem Wolf im Schafspelz? Seit seiner Rückkehr hat in Deutschland kein einziger Wolf einen Menschen angegriffen. Ist unser kulturelles Gedächtnis verantwortlich für die irrationale Angst vor Wölfen? Damit ich dich besser fressen kann. Sein nächster Verwandter ist unser bester Freund, weil er beherrschbar und zahm ist. Der Hund. Genetisch betrachtet sind Wolf und Hund nahezu identisch. Bei allen rund 400 offiziell anerkannten Hundearten beträgt der Unterschied in der DNA kaum 1%. Wo und wann genau die Entwicklung vom Wolf zum Hund begann, darüber diskutiert man in der Forschung schon lange. Die jüngste Theorie besagt, dass sie vor etwa 40.000 Jahren in Eurasien ihren Anfang nahm. Vermutlich machte der Wolf dabei den ersten Schritt. Nahrungsreste könnten das Interesse der sozialen Rudeltiere an Menschen geweckt haben. Für unsere Vorfahren wiederum waren die geschickten Raubtiere denkbar hilfreich bei der Jagd. Es gibt erste Beweise dafür, dass Mensch und Wolf vor 35.000 Jahren gemeinsam Mammuts erlegt haben. Möglich wurde diese Zusammenarbeit vermutlich erst, als Menschen diejenigen Tiere im Wolfsrudel ausgesondert haben, die besonders aggressiv waren. Diese sogenannte Selektion auf Zahmheit hat aus dem Wolf über die Jahrtausende immer mehr Hund gemacht. Doch wie viel Wolf steckt eigentlich noch im Hund? Wie ähnlich ist unser bester Freund seinen wilden Verwandten? Das versucht man im österreichischen Wolf Science Center herauszufinden.
Kurt Kottreschall und sein Team vergleichen seit 13 Jahren das Sozialverhalten der Tiere mit experimenteller Forschung. Gleich wird eine Wissenschaftlerin in einem Versuch die Kooperationsfähigkeit von Wolf und Hund auf die Probe stellen. Um an Fleischstückchen hinter einem Zaun zu kommen, muss eine Tischplatte bewegt werden. Das heißt, man muss gemeinsam an einer Seilwinde ziehen. Wie funktioniert das mit Hund und Versuchspartner Mensch? Bestens. Jetzt wird die Teamfähigkeit unter Artgenossen getestet. Eine Vielzahl von Versuchen hat gezeigt, Hunde wollen meistens nicht zusammenarbeiten. Wie klappt das unter Wölfen? Hund und Wolf werden hier absolut gleich aufgezogen, sozialisiert und trainiert. Nur so ist ein fundierter wissenschaftlicher Vergleich möglich. Und der zeigt, Wölfe sind untereinander weit sozialer als Hunde. In vielen Dingen ticken Wölfe und Hunde zwar sehr ähnlich, aber in Sachen Kooperationsfähigkeit sind Wölfe die besseren Teamplayer. Sogar mit uns Menschen. All diese prächtigen Tiere sind ja faktisch wissenschaftliche Mitarbeiter. Wie kriegen Sie die dazu, mit Ihnen zu arbeiten, zu kooperieren? Das ist nicht nur die Handaufzucht, das ist tatsächlich die tägliche Routine. Das heißt, die sind es gewöhnt, jeden Tag 10 Minuten, eine Viertelstunde mit freundlichen Menschen zu arbeiten. Und die stehen drauf. Mit unmotivierten Wölfen kann man nicht arbeiten. Hunden könnte man sagen, da habe ich Sitzplatz und überhaupt. Wir tun das auch nicht. Aber wenn man das mit Wölfen versucht, dann würden uns die anschauen und würden sich umdrehen und würden gehen. Nicht? Das wäre das Ende der Kooperation. Also Wölfe im Gegensatz zu Hunden lassen sich nicht rumkommandieren, sondern arbeiten sehr gut mit Menschen zusammen, aber nur auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe mit dem Wolf. Bis dahin ist es in Deutschland noch ein weiter Weg. In der sächsischen Lausitz lebt man seit über 20 Jahren mit Wölfen in direkter Nachbarschaft, ohne sich je besonders nahe zu kommen. Doch wer will, kann. Naturführer Stefan Kasche und die Biologin Katrina Blum-Rera vom Lupus-Institut bieten wissenschaftlich begleitete Wolfstouren an. Eine einzigartige Gelegenheit, in die Welt der Wölfe einzutauchen und etwas über ihr Verhalten zu lernen. In der Regel ist es ja für Normalverbraucher wie mich unmöglich, mit Wissenschaftlern so auf deren Arbeitspirsch zu gehen. Das ist bei euch möglich. Warum macht ihr das? In erster Linie, damit die Leute wirklich hier vor Ort sehen können, wo leben die Wölfe, wie leben sie. Natürlich soll es auch den Gedanken haben, dass sich vielleicht ein kleines Netzwerk über Deutschland bildet, dass Leute Ahnung haben. Wölfe werden ja irgendwann wieder in ganz Deutschland leben, in allen Bundesländern. Und je mehr Leute wir haben, die eben ihre Hinweise erkennen und die melden können, desto besser. Eine Wolfssichtung ist bei der Tour natürlich nicht garantiert. Selbst in ihren festen Revieren bekommt man die scheuen Tiere selten zu Gesicht. Aber sie hinterlassen Spuren. Und aus denen kann man lesen. Was hast du gefunden, Stefan? Hier sieht man also so einen Kothaufen, ist groß genug und enthält Knochen. Und hier sieht man deutlich so Haare. Und dann markieren die eben auch hier so auf Wegkreuzungen, um klarzumachen, hier ist mein Revier. Wir befinden uns mitten im Territorium eines vierköpfigen Wolfsrudels in der Tschornower Heide. Überwachungskameras liefern Katrina und Stefan immer wieder neue Daten über das Rudel. Die Elterntiere sind alt, etwa 10 Jahre. Ungewöhnlich ist, dass sich noch 2 weitere erwachsene Tiere in der Gruppe befinden. Das ist eine seltene Zusammensetzung. Mit genetischen Proben wird überprüft, ob es sich bei einem der Tiere um eine Tochter der Leitwölfin handelt und ob sich das Rudel das Territorium aufteilen wird. 20 Jahre Wolfsforschung haben der Wissenschaft viele neue Erkenntnisse gebracht. Zum Beispiel, dass der viel zitierte Alpha-Wolf ein Paar ist. Die Eltern teilen sich die Führung. Weibchen sind die wichtigste Stütze eines Rudels. Sie halten zum Beispiel die Territorien. Solche Erkenntnisse machen uns Wölfe vertrauter. Was ist für euch als Wolfsforscher das Faszinierendste an diesem Tier? Was treibt euch dazu, eigentlich eure gesamte Zeit mit diesem Tier zu verbringen? Ich dachte, die sind weg, so wie Dinosaurier oder so. Plötzlich kommt eine Tierart zurück, die eigentlich verloren geglaubt schien. Das ist für mich immer irgendwie
ein ziemliches Phänomen. Ja, vielleicht so ein bisschen so ein Bedürfnis nach ein bisschen mehr Gerechtigkeit oder dass dieses Tier überproportional ungerecht behandelt wird oder thematisiert wird, um da einfach ein bisschen mehr Klarheit reinzubringen oder auch Sachlichkeit, damit der Wolf ein Stück mehr Normalität werden kann, wie jedes andere Wildtier im Grunde auch. Unsere Kinder sind bereits in einem Deutschland mit Wölfen aufgewachsen. Für sie sind die Tiere Normalität. Das sollten wir übernehmen. Wir werden lernen, mit diesem Tier zu leben. Je länger wir das Tier in unserer Nachbarschaft haben, umso mehr bauen sich die Ängste ab. Jede Art des Zusammenlebens ist ein Kompromiss, auch zwischen Mensch und Wolf. Es gibt Konflikte, aber die können wir lösen. Wir sind eine reiche Nation. Es geht um wenige Millionen Euro zum Schutz der Natur. Und das ist eine Naturschutzmaßnahme, wenn wir einzelne Personen unterstützen, höhere Zäune zu kaufen, stärkeres Weidezaungerät zu kaufen, ein bisschen mehr Zeit zu investieren oder eine zweite Person einzustellen für einen Berufsschäfer, der sich um solche Sachen kümmert. Das sollte es uns wert sein. Wir müssen im Gespräch bleiben, miteinander diskutieren, und zwar sachlich. Nur so ist ein Nebeneinander von Wolf und Mensch auch in Deutschland machbar. Wenn heute die Bauern bei uns auf der Alm sagen, wir haben 150 Jahre ohne Wölfe gelebt, warum sollen wir uns das heute wieder antun, habe ich bis zu einem gewissen Grad Verständnis. Wir müssen aber auch sehen, dass sich die Zeit geändert hat und dass wir heute in einer Situation sind, wo wir uns gegen Natur nicht mehr verteidigen müssen, sondern im Gegenteil die Natur gegen uns verteidigen. Und das ist keine Zeit, um auf Wölfe zu schießen. Es ist die Zeit, eine neue Geschichte über den Wolf zu schreiben. Eine Story, in der er nicht Kinder und Großmütter frisst, sondern die Chance bekommt, seinen Platz in der Natur zu finden. Die Hauptrolle dabei spielen wir, als aufgeschlossene, kreative, kluge Wesen, die Lösungen für den Wolf und für uns finden. Klingt wie ein modernes Märchen? Warum nicht?